Einen schönen guten Abend. Mein Name ist der Wigbertus. Und keine Bange, ich sehe ihn auch. Auf meiner Schulter, ja, genau, ist der Fumarole. Fumarole, mein kleiner, schweigsamer Freund. Ich komme aus einer Zeit, die schon längst vergangen ist. Wir erwarten Sie einmal in der Woche zu einer Reise durch Bremens dunkelste, gespenstische Vergangenheit. Wichtig bei der ganzen Führung ist, diese Geschichten, die Sie von uns alle zu hören bekommen, sind auch alle wirklich passiert. Ja, so sagt man. Und so hören Sie also von Friedhöfen. Und Sie gehen über Friedhöfe, die eigentlich keine mehr sind. Sie erfahren, welches das erste urkundlich erwähnte achtäugige und 14-beinige Gespenst der Stadt Bremen ist und was die Erfindung von Flohpulver eigentlich dann doch eher hier in der Nähe von Bremen gemacht worden ist als bei Harry Potter. Also, denken Sie dran, wann Sie uns finden, das finden Sie auf der Internetseite. So heißt das. Neumodisch, glaube ich. Nicht wahr? Also, wir müssen los. Unsere Zeit ist gekommen. Wohlan.